Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Back-to-School-Video von mir. Mittlerweile haben die meisten von uns hier wieder Schule, beziehungsweise sind gerade direkt auf dem Weg wieder zum neuen Schuljahr. Und heute soll es mal um meine Organisation in der Schule gehen. Ich zeige euch heute nämlich, wie ich meine ganzen Notizen mache, wie ich das alles sogar organisiere, ob ich mich digital analog organisiere und auch welchen Kalender ich benutze, um eben meinen Alltag damit auch zu planen. Viel Spaß beim Video, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art und ich hoffe, dass euch der heutige Input hilft. Ich persönlich benutze das iPad Pro, das ist dieses hier mit noch dem Home-Button, also eins der älteren, und mache eigentlich basically meine ganze Organisation auf diesem iPad. Ich weiß aber, dass es nicht für alle etwas ist und um das herauszufinden, habe ich schon mal ein YouTube-Video für euch abgefilmt. In diesem Video stelle ich euch 17 Vor- und Nachteile von einem iPad vor und erkläre, für wen ein iPad etwas ist und für wen eher nicht so. Guckt euch das auf jeden Fall an, bevor ihr ein iPad kauft. Ich denke, dass es nochmal sehr hilfreich ist und ich persönlich habe mich eben für ein iPad entschieden und habe deswegen dieses iPad hier, wo ich meine ganzen Notizen drauf auch mache. Ich habe es so gestaltet, dass ich GoodNotes benutze für meine Notizen und ich habe dort erstmal eine grobe Übersicht für alle Dinge in meinem Leben, also verschiedene Ordner, wie eben zum Beispiel einmal Schule, dann habe ich einmal Business-Sachen, also vor allem YouTube, wo ich Videos teilweise plane und dann noch einen extra Ordner für auch Spanisch, weil ich Spanisch auch in meiner Freizeit lerne und meine Notizen für den Spanischunterricht dann eben da drin habe. Koreanisch habe ich auch noch und dann habe ich noch ein paar andere Sachen, auf die ich nochmal zu sprechen komme, wie zum Beispiel meinen Stundenplan und meinen digitalen Kalender von Lebenskompass. Heute geht es hier um die Schulorganisation und wenn ich darauf gehe, dann kommen wir zu meinen ganzen Ordnern, beziehungsweise zu meinen ganzen Fächern, denn ich habe für jedes Fach einen eigenen Ordner, denn ich mag es sehr, es strukturiert zu haben und auf alles sofort zugreifen zu können, ohne ewig rumkramen zu müssen. Und da finde ich es eben perfekt, wenn man wirklich für jedes Fach einen eigenen Ordner hat. Ich habe eben jetzt diese blauen Ordner und wenn man darauf klickt, ist es nochmal unterteilt in die 4 Semester, die ich habe. Ich mache nämlich G8, das heißt, ich habe 12 Jahre und 2 Jahre Oberstufe. Bei uns ist es so aufgeteilt, dass wir Q1, Q2, Q3 und Q4 haben. Das sind eben die jeweiligen 4 Semester, die 4 Qualifikationsphasen. Und ich habe dann für jede Qualifikationsphase einen eigenen Ordner wieder erstellt. Wenn man darauf klickt, kommt man eben zu den ganzen Themen, die man in diesem Semester hatte. Das heißt, wie ihr merkt, ich habe das wirklich extrem runtergebrochen, weil es mir wichtig ist, das sehr strukturiert zu haben und sehr übersichtlich zu haben. Und dann habe ich auch noch andere Ordner mit verschiedenen Sachen, die uns auch noch helfen, wie zum Beispiel Referenzen. Da habe ich einfach Dinge drin, die aus den vorherigen Jahren noch relevant sind. Zum Beispiel bei Mathe ist es jetzt hier einfach so ein paar Sachen, die ich eingescannt habe davor, wie zum Beispiel Potenzgesetze, Körperberechnungen, der Kreis, oh, Wurzelgleichungen, PQ-Formel, bla bla bla. Einfach so Sachen, bei denen ich dachte, die wären noch ganz hilfreich, vielleicht mal im Unterricht nachzuschlagen. Übrigens ein kleiner Fun-Fact, ich habe sogar mal diese ganzen Referenzen zusammen mit euch eingescannt in einem Back-to-School-Vlog von mir noch vor der Oberstufe. Da habe ich ja auch schon YouTube gemacht und das war vor, es müsste jetzt 1,5 Jahre ungefähr her sein. Da habe ich mit euch zusammen alles gemacht, diese ganze Organisation, und habe mich da erstmal so reingefuchst mit euch zusammen. Ich glaube, das ist auch ein sehr witziges Video. Dann habe ich noch einen extra Ordner, der heißt Lernzettel und Karteikarten. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn man da rauf geht, sieht man nicht viel, weil ich dieses Konstrukt am Anfang der Oberstufe entwickelt habe und mir dachte, okay, ich mache mir jetzt für jede Klausur einen Lernzettel und mache diese Lernzettel dann da rein. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich die Lernzettel gar nicht mehr so frequentiert mache, weil ich viel lieber anders lerne mit aktiven Lernmethoden. Zum einen benutze ich Blurting. Und zwar geht Blurting so. Du liest dir einen Text durch oder in deinen ganzen Notizen, die relevant für die Klausur sind, legst die Notizen dann weg und dann schreibst du auf ein Blatt alles auf, an was du dich noch erinnern kannst. Eben Blurting. Also alles blurtest du, alles kotzt du, sag ich jetzt mal blöd gesagt, aus auf das Blatt Papier. Und danach vergleichst du dann, was du richtig gemacht hast, was du nicht richtig gemacht hast, was du noch verbessern kannst und so weiter. Deswegen habe ich dieses richtige Lernzettelsystem eigentlich gar nicht. Was ich eigentlich vorher antizipiert hatte, was ich haben würde, habe ich aber jetzt gar nicht. Und deswegen hat dieser Ordner auch keine richtige Funktion momentan. Ich kann es euch aber trotzdem auf jeden Fall noch ans Herz legen, da ich es schon wichtig finde, dass man alle relevanten Informationen auf einem Blatt Papier hat und zusammengefasst nochmal hat, damit man genau weiß, was man jetzt für die IB-Klausur dann noch lernen muss später. Weil jede Klausur, die du in der Oberstufe schreibst, würde ich aufs Abitur vorbereiten, weil das eben genau die Themen sind, die dann noch rankommen. Also falls du für jede Klausur einen Lernzettel hast, werden sie dir auf jeden Fall helfen für die Abi-Klausuren. Daher, nur weil ich es jetzt nicht habe, müsst ihr nicht denken, dass es generell nicht hilft. Bei mir persönlich habe ich jetzt einfach andere Lernmethoden gewählt, aber ich sehe auf jeden Fall schon den Vorteil, den es hat, wenn man diesen Ordner ebenfalls benutzt. Dann habe ich noch einen Schule- und Rassismus-Ordner, weil ich eben im Schule- und Rassismus-Team bin und wir dort regelmäßig Workshops designen. Und dann noch generelle Referenzen, wo ich, glaube ich, immer so Elternbriefe drin habe oder hier
wie macht man Quellenangaben, die ganzen Operatoren, also so Sachen, die mir generell helfen in der Schule und so Methoden halt vor allem. Wie mache ich denn jetzt überhaupt generell Notizen? Ich benutze aktuell eigentlich immer das gelb-weiße karierte Papier. Ich habe früher auf schwarzem Papier geschrieben, was ich ziemlich edel fand, aber es hat mich so ein bisschen genervt irgendwie. Mittlerweile schreibe ich viel lieber auf diesem gelben Papier, eigentlich immer kariert, auch weil es nur ein Text ist. Ich schreibe irgendwie viel lieber auf kariert, voll der Fan davon. Und ja, ich mache da eigentlich keine besonderen Notizen. Natürlich versuche ich schon so oft zu schreiben, dass ich dann ein bisschen gut lernen kann. Also schon im Hinterkopf immer zu haben, was jetzt für die Klausur irgendwie relevant, wie kann ich das am besten dann später lernen. Das hilft mir schon. Aber sonst habe ich da auch keine Zauberformel und besondere Dinge. Alles ist ziemlich normal, wie es, glaube ich, jeder andere auch machen würde. Kommen wir jetzt mal zu meiner Organisation, was die Hausaufgaben und die Prüfungen angeht. Ich benutze den Kalender von Lebenskompass, habe ich euch jetzt auch schon öfter gezeigt und ich bin immer noch großer Fan davon. Ich habe den Kalender digital und analog. Das heißt also, ich kann da mal ein bisschen switchen und gucken, was mir gerade besser passt. Wenn ich nämlich gerade in der Schule bin und schon was aufschreiben muss, wenn der Lehrer zum Beispiel sagt, ja, mach mal die Mathehausaufgaben bis Freitag, ist es sinnvoller, mir das schnell digital zu notieren, als mir Kalender rauszuholen, die Seite aufzuschlagen und dann erstmal noch einen Sticker auszusuchen oder so. Und ich mag es halt viel lieber, das ein bisschen schneller zu machen, eben digital. Der Kalender hier ist undatiert, das heißt also, du kannst ihn immer benutzen, wann du möchtest, weil du nicht durch die Daten da irgendwie limitiert bist. Es gibt in beiden Kalendern eine Monatsübersicht, eine Jahresübersicht und eine Wochenübersicht. Was ich an Lebenskompass auch total mag, ist, dass sie sehr viel Wert auf Achtsamkeit legen und innerhalb des Kalenders sehr viele Übungen sind für Achtsamkeit und für Dankbarkeit. Ich habe zum Beispiel von Lebenskompass auch das Dankbarkeitstagebuch hier. Das hält mich auch jeden Morgen dazu an, nochmal über meinen Tag zu reflektieren und zu überlegen, was ich eigentlich dankbar bin an dem Tag, weil ich die Übungen hier drin auch jeden Morgen und jeden Abend mache. Ich liebe einfach auch die kleinen, schönen Designs, die hier immer am Rand sind und diese beige-braune Gestaltungsfarbe und das ganze Layout ist einfach wirklich schön immer anzugucken. Und ich finde das motiviert auch total, gerade auch in den Kalendern, dann viel zu planen und immer on track zu bleiben mit deinen ganzen Sachen. Man merkt schon, dass mein Kalender so ein bisschen benutzt ist. Ich habe hier schon ein Washi-Tape drauf. Mache ich vielleicht mal ab, das passt gerade nicht so gut. Und die ganzen Sticker sind hier auch drin. Von Lebenskompass gibt es hier auch verschiedene Sticker, die ich auch sehr gerne benutze. Zum Beispiel hier den Feriensticker habe ich in den Ferien benutzt. Hier Netflix gibt es auch nochmal. Auch sehr, sehr cool. Und diesen kleinen Filmsticker benutze ich immer, wenn ich ein Video drehe und schreibe daneben eben, was für ein Video werden soll. Okay, wie plane ich sonst noch mit dem Kalender? Unten gibt es immer eine Spalte für die Wochenziele, die ich habe. Ich finde es sehr gut, dass es 4 Wochenziele sind, weil ich setze mir tatsächlich auch immer 4 oder 5 Wochenziele. Ich möchte mich nicht überfordern, weil ich es wichtig finde, die wirklich zu erreichen. Und wenn ich tausende Ziele setze, die ich dann sowieso nicht erreichen kann. Ich teile das gerne auf in verschiedene Bereiche meines Lebens, wie zum Beispiel Akademisches, also dann Schule, YouTube, irgendwie Beziehungen, Freundschaften und MeTime. Und für MeTime gibt es sogar direkt daneben noch eine weitere Spalte mit der Aufschrift, so plane ich meine MeTime diese Woche. Also wieder perfekt gelöst auch. Und das schreibe ich dann auch immer da rein. Dann benutze ich auch immer einen Habit-Tracker, also einen Gewohnheitstracker. Ich habe nämlich so 3, 4, 5 Gewohnheiten, die mir richtig wichtig sind. Und die ich gerne jeden Tag ausführen möchte. Bei meinem Kalender gibt es sogar auch unten immer eine Habit-Tracker-Spalte, wo man verschiedene Habits direkt abhaken kann. Zum Beispiel hier ist es viel trinken, genug schlafen, Sport machen. Und ja, falls das eure Gewohnheiten sind, ist es auf jeden Fall auch sehr hilfreich, direkt nochmal da unten ein Emoji zu haben, den man dann so abhaken kann. Aber was mache ich, wenn ich in der Schule analoge Papiere bekomme? Entweder scanne ich sie direkt ein mit dem iPad, weil das kann man richtig gut mit dem iPad, entweder mit einer App oder generell bei GoodNotes kann man sie auch ziemlich einfach einscannen und dann habe ich sie sofort hier drauf und kann sie direkt in meinen Referenzenordner reintun. Was ich aber auch immer dabei habe, ist ein Ordner. Moment. Ist kein Ordner, ist eine Mappe, oder? Wie nennt man das? Ist das ein Ordner? Ordnermappe ist das auf jeden Fall. Es reicht aber auch eine Postmappe zum Beispiel, was man immer in der Grundschule hatte, ich zumindest. Und da mache ich eben so ein paar Dinge rein, die ich wichtig finde, immer dabei zu haben. Zum Beispiel habe ich da 3, 4 karierte, 3, 4 Linienpapiere, falls ich mal wirklich irgendwas aufschreiben muss, was ich eben nicht digital machen kann. Ich habe sogar hier Musikpapier, diese Notenblätter. Und andere Dinge, die ich eben auf Papier machen muss in der Schule. Zum Beispiel hier ein Mikroskopbild. Wie nennt man das? Mikroskopbild nenne ich es mal als Hobbybiologin. Spaß. Und dann habe ich hier noch eine Liste, wie weit ich in Sport springen muss für eine 1. Auch super wichtig für mein Leben. Und ja, Songs, die wir zum Beispiel in Musik gespielt haben. Also ein paar wichtige Dinge. Oder auch wenn ich zum Beispiel Sachen zum Unterschreiben mitnehmen muss, kommen die auch hier rein.
Ja. Habt ihr noch weitere Fragen an mich über meine Organisation, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr noch weitere Videos in der Back to School Reihe, wo ich euch viel zum neuen Schuljahr erzählt habe, wie ich das so mache, was ich ans Herz legen kann und hoffe, dass euch das sehr viel hilft. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss!